Ja, ist auf jeden Fall gruselig. Ein bisschen darf es gruselig sein. Ein bisschen. So, Handcheck, komm. Boah, wie laut. Ach du Scheiße. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, hier zu The Evil Within Assignment. So, weiter geht's. Wir haben im letzten Part ein bisschen Informationen erhalten vom Doc. Okay. Wer redet da? Verstehe nur ganz leise was, aber nicht viel. Aha, da. Da ist was. Da war Leslie vorhin. Und jetzt die beiden. Wo wollen sie hin? Da war Leslie, ja. Das ist die Frage. Da komme ich nicht durch, okay. Wir können nämlich da runter noch. Biometrix. Er muss wahrscheinlich gleich lang. Schauen wir mal, ob ich da durchkomme, weil sie sind ja gekündigt worden. Wir dürfen da ja eigentlich gar nicht. Kommen wir da eh nicht weiter. Wir dürfen ja nicht mehr. Agentenstatus entlassen. Eben. Für Neuauthentifizierung Biometrieabteilung kontaktieren. Okay, wir müssen uns unsere Eingangsbestätigung abholen. Biometrix. Ja, super. Das hört sich gut an. Ah, guck mal. Hallo Katze. Hallo Katze. Ja, gut. Da werde ich jetzt ja speichern und werde dann hier eine kleine Aufnahmepause machen, da es ja hier gerade bei uns 500 Millionen Grad ist, extrem warm in meinem Zimmer ist. Muss ich gar nicht jetzt nicht alles so viel aufnehmen auf einmal, das geht gar nicht. Hoffe ich, sieht man nicht, dass ich hier spitze. Ja, es geht gar nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in dem kleinen Break wieder und mit neuem, ja, quasi neue Schub für eine neue Aufnahmesession. Bis zum nächsten oder bis zum gleich oder bis demnächst. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier von der Aufnahmepause back. Ja, wir haben ja hier kurz angefangen, haben ja doch noch einen Speicherpunkt gefunden hier in der Nähe und habt ihr eine kleine Aufnahmepause. Und jetzt geht es weiter. Wir müssen unsere Finger wieder hier in Dings bringen, in das System einfügen, denn wir kommen hier leider nicht durch. Boah, die Schnelligkeit, diese oh, Ausdauer, die ist echt der Hammer. Ja, wir müssen ja immer noch Leslie folgen, haben immer noch diese Mission hinter uns und hoffe, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier nach unten. Dann werden wir das jetzt tun. Ja. Gehen wir mal hier rein. Okay. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Oh. Einige Dinge werden Ihnen nicht real erscheinen, aber lassen Sie sich nicht verwirren. Es dauert etwas, bis Sie sich zurechtfinden. Aber Sie sind besser dran als die anderen. Und die anderen? Wie gesagt, vollkommen entbehrlich. Sie sind für Ihre Mission ohne Belang. Kommen Sie ihnen in die Quere, wissen Sie, was zu tun ist. Leslie finden und zurückbringen. Nur das zählt. Leslie finden und zurückbringen. Nur das zählt. Na prima. Es gefällt mir nicht, wie es hier aussieht. Vor allem hier ist ja noch so ein schöner Schacht. Boah, hier alles voller Spinnweben. Hier ist eigentlich niemand. Noch nicht. Ich glaube da nicht, dass hier keiner ist. Wehe, du stehst auf. Ich will dich hauen. Okay, lass mich dich hauen. Kann ich nicht hauen. Hier kann ich mich nur verstecken. Das steht wahrscheinlich nachher auf, habe ich so das Gefühl. Warum ist hier nichts? Ist ja absolut gar nichts. Hm.
Wenn ich jetzt hier reingehe. Was ist hier drin? Warum sind hier überall so Leichen drin? Warum habe ich Schiss, dass die irgendwann aufstehen? Hä? Sie sollen einfach nur so da liegen, dass man erschrickt oder so? Ich weiß es nicht. Hier ist sonst überhaupt nichts, außer ganz viele tote Leichen. Oh Mann. Muss ich den PC einschalten? Nichts. Kann ich auch nichts tun. Bloß es geht auf. Das sind alle tote Arbeiter. Was muss ich jetzt hier machen? Das ist eine gute Frage. Knopf kann ich auch nicht drücken. Ich hoffe es nur nicht, die Viecher stehen jetzt hier gleich auf. Hä? Irgendwas übersehe ich. Die Frage ist nur, was? Kann ich nur einen Aufzug da hinten rufen? Kann ich hier wirklich durch? Nein. Auch nichts. Ist hier irgendwie was am Computer? Hm. Sehe nichts. Alles aus. Fang jetzt die Rätsel an. Hm. Die Rätsel. Ah, hier ist doch was an. Puh, war das vorher auch schon an? Okay. Was haben wir jetzt? Bitte Subjekt Gesichts-, Hand- und Neuralprofil erstellen lassen. Jetzt muss ich vorne an den PC. Ich glaube, hier wird mir niemand helfen. Ich habe eher das Gefühl, dass die aufstehen. Ja, ich will nicht. Was ist da oben? Ach doch, ich nur hier Video überwacht. Werden wir das machen? Gesichtscheck, Augencheck, Handcheck. Kidman. Ja, complete. Gesichtsprofil erstellt. Gleicht inaktiven Profil Julie Kidman. Reaktiviere Profil. Oh oh. Ich traue der ganzen Sache hier nicht. Ich traue der ganzen Sache einfach nicht. Ich kann da weiter, verdammt. Ich will aber immer noch wissen, wieso kann ich hier rein? Weh, du erschreckst mich jetzt. Nee. Wenn der einfach aufspringen würde, Alter, mich wird glaub gerade verreißen. Jetzt gleich vom Stuhl hauen. Irgendwie. Machen die nichts. Noch nicht. Wahrscheinlich nachher. Ich vermute es jetzt einfach mal. So. Das ist mir einfach jetzt viel zu ruhig. Natürlich Kontrollpunkt. Die sind doch alle tot. Also heißt das? Hm. Der kam hier unten, kam hier durch. Okay. Die ganzen Leichen, die machen mich hier kirre. Komme ich da durch? Oh ja, komme ich. Wieso frage ich auch so blöd? Was bewegt sich hier?
Wer bewegt sich? Hä? Wo? Wer? Irgendwo ist doch was. Hä? Du? Oder du? Oder... Okay. Dahinter versteckt, also. Wusste ich doch. Da ist irgendwas, aber trotzdem hat es mir gerade... bisschen die Sprache verschlagen. Ja, ist auf jeden Fall gruselig. Ein bisschen darf es gruselig sein. Ein bisschen. So, Handcheck, komm. Boah, wie laut. Ach du Scheiße. Oh oh, und du? Was? Was sind das für Viecher? Alter! Was sind das für Viecher? Krasser Scheiß. Kann ich die abhauen, oder? Kann ich da rein? Ja. Sind ja noch mehr! Ach du Kacke. Bringt das was? Vielleicht ist das blind? Ach, es ist vielleicht blind. Okay. Alter, die Viecher sehen so schrecklich aus. Auf jeden Fall fressen die tote Leichen. Was sind das für Monster? Krass, wie eklig. Das ist leicht eklig. Meine Fresse. Ja, komm. Hä, warum läuft das jetzt nicht? Hier vor? Es kommt doch näher. Ich hör's doch. Hilfe! Alter! Ich krieg echt einen Schock hier. Hier drin bei den ganzen Viechern. Alter, was sind das für Viecher? Wenn die wirklich doch blind sind. Blenden kann man die ja nicht. Hab ich ja probiert. Was sind denn das für Viecher? Da mache ich noch so einen Krach in meinen Stöckelschuhen. Die man schon längst ausziehen sollte. Mal runter. Genau. Mach noch mehr Krach. Also, wir sind krachintensiv. Okay. Wir hören auf Krach. Eins, was sicher ist. Wir hören auf jeden Fall auf Krach. Gut, gut. Oh, aber wir sind blind. Die Frage ist unter mir eins. Nein. Da ist eins. Erstmal runter. Boah, Alter. Was? Die Viecher sind eklig. Da durch. Nö. Hä? Wo gehe ich da durch? An dem vorbei? Nee, oder? Nicht dein Ernst. Boah. Leco mio. Der rennt. Der läuft. Mein Nase juckt. Hilfe. Ich muss da dran vorbei. Auf jeden Fall sind die blind.
Niemals. Niemals. Da dran vorbei? Da sind Flaschen. Hä? Vor allem, da sind Flaschen, da komme ich gar nicht hin. Lol. Wie soll ich denn da die Flaschen nehmen? Boah. Leck. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Gegner anlocken. Ja, Gegner anlocken. Ja, wenn ich mich verstecke, kann ich Gegner anlocken. Klar. Easy peasy. Da rennt das andere rum. Passt es. Oh, dann kann ich da hoch. Komm, komm, komm. Hoch, hoch, hoch. Ist wieder so ein Safe. Was? Hä? Muss ich alle Lichter anmachen? Kann das sein? Nein, hä? Das geht gar nicht. Ich muss alle Lichter anmachen. Ich habe mich schon verdrückt eigentlich. Oder muss ich alle ausmachen? Alle Anwendern. Na, es wird so nichts. Es wird so überhaupt nichts. Obwohl. Ah, okay. Dann kriege ich nur alle aus. So, so. So, so. So, so. Muss ich das nämlich wegmachen? Das, habe ich das, habe ich das. Hä? Klappt doch nicht. Das Spiel verarscht einen. Hm. Das klappt doch nicht. Oh Mann, wieder verdrückt. Wieder zu schnell gewesen. Fast. Fast. Hä? Vier Stück. Ach, die kann ich auch anstellen. Sag das doch. Ich hab immer noch gedacht. Gelb nur. Hä? Verwirrt. Ist das ein Rätsel? Ich weiß nicht, ob ich alle ausstellen muss oder an. Das ist jetzt die Frage. Oh, ich bin verzweifelt gerade. Lasse ich fast alle aus. Mann! Ich weiß nicht. Kein Tipp hier. Ich alle ausstellen muss, alle anstellen soll. Ah, wow. Wieder ein Teil. Ich brauche die Teile. Brieffragment 3. Habe ich das auch? Da ist sogar noch eine Flasche.
Okay, hier ist sonst nichts. Da muss ich gar nicht hin. Was? Egal. Ich würde jetzt sagen, hier mache ich die Part zu Ende. Denn im nächsten Part werden wir weiter hier wegschleichen, was gar nicht, wo ich hier muss. Jetzt müssen wir das herausfinden. Da würde ich sagen, lasst einen Daumen und einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.